Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der nordfriesischen Marsch vierfach am Sonntag. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich hier zusammen. Wir haben beim letzten Mal am Donnerstag das Grasschwaden beendet. Somit können wir den Schwader plus den Betag erstmal in die Waschanlage reinschicken. Und dann schauen wir mal, was heute noch alles so los ist. Ja, müsste passen. So, dann schauen wir mal, wie weit denn unser... Der Axion, wie lange braucht er denn noch? Ins Fahrzeug einsteigen? Jawohl. Du bist schon wieder voll, ne? Und da liegt noch Zeug. Okay, das heißt, es dauert noch einen Moment. Den müssen wir noch abladen. Ich fahre den jetzt zurück, glaube ich. Weil das können wir im Hof auch abladen, ganz ehrlich. Das dauert mir zu lange hier. BGA Hof. Jawohl, jawohl, jawohl. So, dann haben wir am Donnerstag noch angefangen, unseren neuen LKW einzufahren. Beziehungsweise damit somit erste Dinge schon mal zu verliefern. Was eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Hallo, moin. Da drüben steht da der Rode. Wer die Folge am Mittwoch, am Donnerstag nicht gesehen hat, schaut gerne nochmal rein. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier alles Platz haben, ey. Sonst können wir den Betag eigentlich schon mal düngen lassen. Oder kalken? Dann müssen wir gleich mal schauen, was wir da machen müssen. Ah. Ja, das ist nicht perfekt, Werner. Das ist nicht perfekt. So kann man das nicht stehen lassen. So. Passt. Ah, das ist der Gras-Kollege gewesen. Die 14 ist auch reif, by the way. Oh, lol. So, da geht nichts drauf. Das heißt, wir könnten. Wobei wir natürlich. Nee, das ist Quatsch. Vergiss es. Wir lassen erstmal wieder hier stehen. Und wenn wir ihn brauchen, holen wir wieder. Jetzt düngen macht keinen Sinn, weil wir ja mit der Sämaschine einmal düngen, weißt du? Das ist our problem. Der hier nämlich, ne? Den haben wir sogar gekauft. Am Donnerstag war es gewesen. Und damit bin ich eigentlich bis jetzt sehr zufrieden. Haben wir schon mal eine volle Ladung Kies von der Anlage gebracht. Ohne jetzt gröbere Probleme. Ja, der hat hier auch Platz, wenn man fahren könnte. Wo hängen wir denn jetzt schon wieder? Ach, Lenkachse, ne? Oh, böse, böse. So, wo wollen Sie denn das Stroh hinhaben, meine Damen und Herren? Dann bekommen wir hier noch ein bisschen Stroh. Und den Rest bringen wir dann zu den Strohpellets. Zur Produktion der Strohpellets. Und dann holen wir uns noch eine Folie Heu. Weil die ist auch noch nicht. Also das muss auch noch zu der Pelletsanlage gebracht werden. Da können wir... Oh, das ist noch nicht ganz zu. Moment. Jetzt passt. Da können wir eigentlich erstmal ganz geschwind drehen. Der LKW ist wirklich gut. Ne? Also lenkt auch... Lenkt er mit hinten? Ich weiß es nicht. Aber fährt sich sehr, sehr gut. Sehr, sehr wendig. Also kann man nicht jammern. Sag mal, was sind denn das für rote Meldungen, die wir da haben? Das kann doch wohl nicht sein. Okay, man darf nicht so schnell fahren mit dem. Er hat halt 800 PS, ne? Das muss man halt einfach wissen. So. Was ist das Problem? Ah, Stau. Stau am Eingang. So, die laden wir erstmal hier ab, die Silage. Weil der Kollege hier wird jetzt erstmal gleich sehen. Oder drillen, oder nennt ihr es, wie ihr wollt. Kurz gedacht, da geht Mist rein, aber hat funktioniert, ohne Mist reinzugeben. Plänchen drauf, damit es nicht so rostig wird da drin. So, wo haben wir sie denn? Die dicke Bertha? Nee, da ist sie.
Und wir brauchen Raps, ne? Haben wir ja schon besprochen, Raps. Warum Raps? Wer weiß das noch? Genau, weil wir in die Dieselproduktion einsteigen möchten und da Raps oder Sonnenblumen benötigt werden und da mit Sonnenblumen nicht so geheuer sind, sage ich mal ganz vorsichtig, nehme ich lieber jetzt Raps. Ist das schön, wenn alles bereit liegt am Hof, dann ist es einfach ein Träumchen. So, der Aktion sieht, also glaube ich, ist fertig. Zumindest wird mir das mal so angezeigt hier. Düngen und säen, jawohl. Auf die 1. Wie viel hat die? 9 Meter oder hat die... Boah, das ist eine gute Frage, ne? Die dicke Bertha, wo ist sie denn? Wahrscheinlich weiter vorne, ne? Aber wir haben schon ein paar Geräte, so ist er nicht. Dicke Bertha, da ist sie. 12 Meter. So, wo fangen wir denn an? Ah ja. Wir fangen hier vorne an. Da liegt zwar noch ein bisschen was, aber mein Gott, na. Also das ist ja Kinderkacke, du. Mir war nämlich wichtig, sobald das Feld leer ist oder fertig ist, gleich wieder drauf, weißt du, und gleich wieder hier gucken, dass wir neues Zeug draufbringen, weil Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. So, das lübt. Was ist hier Phase? Oh, wo fährst du denn, Alter? Kannst du mir erklären, wo du hin willst? Ja, fahr doch einfach hier weiter. Doch alles tippitoppi. Okay, wir können aber den Streifen dann noch schnell wegholen, das ist kein Problem. Die Drille braucht noch ein bisschen, bis sie hier ist. So, jetzt muss ich mir kurz überlegen, habe ich einen starken Traktor noch übrig? Ich glaube es fast nicht. Weil dann würde ich tatsächlich auf der... Was braucht denn die Ballenpresse? Hier. Die braucht 300 PS, ne? Ja, schwierig. 300 PS. Das heißt, der Kleine schafft's nicht, der Große schafft's gerade so. Der hat natürlich mehr, das ist klar. Der hätte auch mehr, den brauche ich als Abfahrer. Wir werden jetzt mal den Traktor tauschen, weil der Ladewagen, wir schauen nochmal kurz rein zum Ladewagen. Der Ladewagen braucht nicht so viel PS, bin ich der Meinung. Der ist auch ein kleiner. 240, verdammt nochmal, jetzt werde ich langsam ein Problem bekommen hier. Noch ein Plan B, ich könnte den LKW verwenden, ne? Aber den LKW mit dem Ladewagen hat man schon mal gesehen, so ist nicht, aber... Das machen soll, ist die andere Frage. Wobei das vielleicht besser wäre, weil da könnte das gespannt schon mal zusammenbleiben. Ha, es ist nicht so einfach, du. Entscheidungen über Entscheidungen müssen hier getroffen werden. Aber ich könnte es ja mal versuchen, weißt du? Wenn ich wage, der nicht gewinnt. Dann nehmen wir mal die 21. Jetzt werden sich einige fragen, hä? 21? Da haben wir nämlich Gras gemäht. Und da müsste man... das Gras abholen. Also das ist geschwadet, ne? So ist es nicht. Und das gehört dann in die... ist das... Ja, es müsste Felderwart sein. Wo ist unser LKW? Nee, der falsche. Da ist er. Da bringen wir jetzt noch eine Fuhre Heu zur Pelletsproduktion und dann werden wir den mal abkuppeln. Er hat eine Anhängerkupplung hinten, ne? Wir werden einfach mal gucken, ob wir mit dem Ballen pressen können. Man macht es zwar selten, also ich habe zwar schon Fotos gesehen, wo man mit einem Akkutrakt das gemacht hat, das stimmt wohl. Aber ich will es einfach mal versuchen. Moment. So. Füll auf, schneller. Nee, wir haben keinen Stress.
So, macht er das auch? Oh ja, guck mal, ist schon dabei. Das wäre halt wichtig, dass das relativ zeitnah passiert hier. Also jetzt eben. Weil wir natürlich das Gras wächst, ne? So, der Beta könnte aber, wenn ich was mir gerade einfällt, schon mal die Wiese düngen, ne? Die Wiese könnte man schon mal düngen. So, welcher von euch zwei Hübschen war jetzt welcher? Ich nehme natürlich den falschen wieder. Einer ist Dünger und einer ist Kalk. Ich bräuchte den Dünger. Ah! Was ich mir jetzt gewundert hätte, wenn da zweimal Kalk drin gewesen wäre, aber ist nicht. Ah! Ist ein Rennen oder was? So, dann schaffen wir uns nochmal die 21 Felder. Gut, da liegt jetzt noch zwar ein bisschen Gras drauf, aber das ist ja prinzipiell egal. Es ist schon einmal gedüngt, ne? Sehe ich gerade. Aber wir dünnen sie jetzt ein zweites Mal. Ist ja nicht verkehrt. So, Heu. Also er macht sich wirklich gut. Gut, das sind jetzt keine Summen, ne? 250.000 Liter Heu ist jetzt nicht so eine große, so ein großes Problem für so einen LKW. Aber auch nicht wie die anderen LKWs, ehrlicherweise. Also das war ja nicht... Nur bei den schweren Dingen wird es dann problematisch, ne? Kies, Sand, Saatgut, Dünger zum Beispiel, das ist halt schon was anderes dann. Bam, bam, bam. Lad doch ab jetzt hier. Ich will Ballenpressen gehen heute noch. Bin ja gespannt, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Weil wir können ja mit dem hier pressen, wenn das funktioniert. Und dann können wir mit dem einfach einen Sattel dran machen. Und dann einfach die Ballen mit Autolot holen, weißt du? Weil die können wir dann egal wohin packen, die Strohballen. Das ist nicht das Problem. Oder wir holen noch einen zweiten Ladewagen. Nee, können wir auch so machen. Ist kein Problem. Ball aber auch, gibt auch schon richtig Schmackes, ne? So, haben wir noch ein Plätzchen frei hier? Ich würde... Oh. Bremse ist nicht so optimal bei dem LKW. Also Bremse ist schon mal ein bisschen früher den Anker hinten raushauen. So, ich mache noch mal ein Plätzchen hier. Dankeschön. So, wo ist denn die gute? Da vorne. Sieht schon ein bisschen brachial aus, diese Presse, ne? Für so einen kleinen oder Anführungszeichen LKW? Naja. Komm mit, ihr zeigt in die Welt. Es sieht falsch aus, aber ich will es einfach mal testen, weißt du? Ja, Kollege, alles richtig gemacht. Also Licht, ohne, ich weiß, keinen Mod im gesamten LS19, der so ein Licht hat, ne? Da ist ja brachial, du. So. Auf Kluppe. Felderweit kann er schon mal. Felder 12. Jetzt habe ich den Kurs gelöscht, ne? Ah, warte, wir können aber eine generieren. Sagen wir mal. Jetzt wird's witzig. Sagen wir mal 13,7 Meter, glaube ich, waren das, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube schon. Es war natürlich jetzt gut, dass ich den Kurs zum letzten Mal gelöscht, letztes Mal gelöscht habe, aber vielleicht passt das auch. So, wie oft hat er Vorgewände gemacht?
Zweimal, soweit ich das hier sehe. Zweimal, ja. Zeig mal, wie du das machen würdest. Zeig mal richtig, wie du das machen würdest. Oh, es sieht gar nicht so schlecht aus, meine Damen und Herren. Läuft das? Macht er das? Es sieht tatsächlich so aus, als wie er das machen würde, ne? Ja, easy. Nicht schön, aber es funktioniert. Naja, für einmal ist es, glaube ich, okay. Gut, liebe Leute, damit darf ich mich von euch verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.